Hallo meine Lieben, wir sind auf dem Weg zum Flohmarkt. Wir haben jetzt meine kleine Schwester schon eingesammelt, meine schwangere kleine Schwester. Genau, wir wollten euch mitnehmen zum Flohmarkt. Wir treffen da gleich auch meine andere Schwester mit dem kleinen Nils. Genau, meine Schwester mit Nils wartet also auch dort und dann gehen wir so ein bisschen zusammen über den Flohmarkt und zeigen euch dann danach die Ausbeute, je nachdem, ob wir was finden. Letztes Mal waren wir ja nicht so, hier, wie sagt man, Schatz? Erfolgreich. Erfolgreich, genau. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei diesem Vlog. So, mein Lieben, wir sind bei meiner Schwester angekommen nach dem Flohmarkt. Wir waren jetzt gerade noch bei McDonald's und haben ein leckeres Eis gegessen. Da ist sie mit ihrem Bäuchlein, Babybäuchlein. So, jetzt wollen wir gleich mal eine Runde Dart spielen. Die haben hier so eine Dartscheibe an der Wand. Wir wollten euch gleich auch noch unsere Ausbeute zeigen vom Flohmarkt, was wir so gekauft haben. Wir waren nämlich alle relativ erfolgreich. Also meine Schwester hat ordentlich was gekauft für ihr Baby. Und wir haben auch richtig viel gekauft, aber das ist im Auto, das zeige ich euch dann nachher zu Hause. Ich würde es jetzt nicht nochmal ausladen. Aber das von Marlies zeigen wir euch dann gleich. Übrigens, wie immer, ihren Instagram-Account von euch in der Infobox. Falls ihr, pass auf, wie ist das? Was denn? Das ist meins, Lucy! Schaut euch mal die Lucy an. Das ist ein Katzenbaby von uns und sie war mal die graue und jetzt ist sie hier die schwarze. Ne, Lucy? Ja, super. Guck, Marlies Film. Marlies Film. Oh, ja. Was machen wir sonst, bist du jetzt? Gut, Mamas Papa. 16, ne? Ja. Das ist voll krass, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. So, Mucki. Guck mal so. Das ist für dich, hast du auch. Du bist ja auch. Hier, Lia. Du bist ein bisschen kleiner. Das wäre jetzt krass gewesen. So, meine Lieben, wir haben schön Dart gespielt. Ich habe, ich gewonnen? Nee, ne? Ich habe einmal verloren. Aber einmal wurdest du Zweiter. Nee, einmal bin ich Zweiter gewonnen. Dritter? Dritter. Okay. Nee, also doch Zweiter. Lieber nur Dritter. Zweiter bin ich gewonnen. Genau, jetzt machen wir hier Essen. So ein kleines Dinner. Und die Katze, ich wollte sie euch einmal zeigen. Schaut mal. Sie entspannt. Oh, sie ist süß, ey. Hallo Lucy, du bist jetzt YouTube-Star, Lucy. Ja. Oh, sie ist so goldig, ey. Sie chillt einfach. Süß. Genau, also wir machen jetzt so ein bisschen Dinner-Time und dann werden wir euch immer noch zeigen, was wir heute gekauft haben. Promi-Dinner. Das perfekte Promi-Dinner. Ja, genau, das perfekte Promi-Dinner. Ich gebe dir 0 Punkte. So, meine Lieben, wir haben was gegessen. Und jetzt wollten wir euch kurz einmal zeigen, was wir gekauft haben. Ich würde sagen, wir fangen mit dem größten Teil an. Wir haben nämlich ein mega Schnäppchen gemacht. Hier ist meine Schwester. Und wir haben ein mega Schnäppchen gemacht. Wir haben nämlich, also meine Schwester hat ein richtig schönes Beistellbett gekauft. Und ich würde sagen, zeigen euch das einmal. Das können wir schwer hier vor die Kamera heben, deswegen gehen wir einmal zusammen hin. Und zwar dreht die Kamera am besten mal um, dann kann ich euch das so ein bisschen zeigen. So sieht das Ganze aus. Also es ist so ein Grau außen. Und hier drin ist es so gesteppt mit Matratze und an der Seite kann man das so aufmachen, das kann man aber auch zumachen. Ja, Lia, ist da bald ein Baby drin? Baby? Ja, genau. So, ich zeige euch das nochmal von hier. Und hier kann man das nämlich auch so höhend verstellen, wie ihr seht. Dann kann man das eben so an das Bett anpassen.
Und genau, das ist auch voll das Schnäppchen, wie gesagt. Hier kann man das zumachen. Das ist jetzt hier kurz so nach unten geklappt. Und dann kann man das eben neben das Elternbettchen stellen. So, dann hat meine Schwester noch ein paar andere Sachen für ihr Baby kaufen. Das zeigt sie am besten mal. Und zwar einmal so ein Daunenkissen. Ja, das ist voll praktisch für den Kinderwagen. Wir hatten damals auch so eins für Lia. Und das Baby kommt ja im Februar. Und jetzt ist vielleicht noch ein bisschen kälter. Das passt ganz gut. Oder auch fürs Beistellbett. Wenn das Kind da am Tag irgendwie mal drin schläft oder so. Dann gab es auch noch so drei so welche Kissen, damit das Kind keinen Blattkopf bekommt. Auch gut, wir haben ja auch eins am Wickeltisch. Dazu kamen noch vier so welche kleinen Bezüge für die Kissen. Und zwar einmal zwei blaue mit so kleinen viereckigen weißen Kästchen. Dann einmal so eins mit Hampelmännern oder was ist das? Und nochmal eins mit Hampelmännern, aber das ist dann weiß. Dann habe ich noch ein paar Spucktücher, das war auch ein richtiges Schnäppchen, mitgebracht. Hallo Lia! Und ja, immer so ein weißes. Spucktücher kann man ja immer gebrauchen irgendwie. Dann noch ein dunkelblaues. Ich finde das so schön, dunkelblau, ne? Ich mag dunkelblau. Dann nochmal ein weißes mit so grün, dunkelgrün und hellgrünen Sternchen. Aber es ist mir eindeutig zu anstrengend, die Pfeile was zu machen. Dann noch einmal ein weißes mit so Fahrrad, Polizei, Auto, Bussen, was das da auch alles ist. Und einmal mit Marienkäfern und Glücksblättern. Und zu guter Letzt kam noch eine Hose dabei. Ja, die ist einmal mit so Schäfchen. Fand ich auch total süß. So, fertig, Lia. Haben wir alles gezeigt? Meine Sachen zeige ich euch nachher am besten, wenn wir hier zu Hause sind, weil die, wie gesagt, im Auto sind. Genau, und jetzt gehen wir noch Fotos machen. So, wir sind jetzt hier auf einem Sportplatz und wollten noch ein paar Babybauchfotos machen. Ich fand die Wand hier so schön, das passt ganz gut. Genau, dann machen wir jetzt Babybauchfotos und vielleicht noch ein paar Fotos von mir und Felix, je nachdem Felix Lust hat. Ja, nein. Wollen wir loslegen? Nein? Nein? Los, komm! Dann los, Schatz, los! So, Fotos sind im Kasten und gebt euch diesen wunderschönen Sonnenuntergang. So, und jetzt loslassen, ne? Nein! Der Kinderwagen fällt ja um. So, jetzt geht's nach Hause. Ich bin fertig. Kommen wir gleich nach Hause? Wissen wir, ne? Okay, ab nach Hause. Ab ins Bett. Oder Maris? Willst du auch ins Bett? Was? Willst du auch ins Bett? Naja. Zeig mal den Babybauch. Felix hat was Neues für sich entdeckt. Schneller! So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und es ist auch schon zwei Tage später, aber ich kam einfach nicht dazu, euch die Sachen zu zeigen. Jetzt wollte ich euch das eben kurz zeigen. Ich habe das nämlich alles schon hier bereitgelegt. Die Kleine hat leider einen Teil schon getragen, aber das ist ja nicht schlimm. Ich zeige euch einfach mal den ganzen Rest. Genau, und dann wisst ihr auch, was wir gekauft haben. So, ich stelle euch jetzt mal hier ans Fenster. Genau, als erstes habe ich für eine Freundin, die bekommt ein Baby, und da habe ich einmal einen Body gekauft, einen weißen von H&M. Der war einfach so unschlagbar günstig, der hat nur 50 Cent gekostet und ich mag ja die Wickelbodies total gerne. Kann ich einfach jedem empfehlen und dementsprechend habe ich da einen mitgenommen. Man sieht leider die Größe nicht mehr, aber ich schätze ihn mal auf 50. Ja, sieht aus wie ein 50er. Genau, dann habe ich... Lia möchte unbedingt die Kamera haben. Oder möchtest du dein Buch haben? Dann muss man das als erstes zeigen. Dann kannst du es wieder haben, okay?
Ich habe Lia nämlich ein Buch mitgenommen. Eigentlich kaufen wir immer Bücher, wenn wir auf dem Flohmarkt sind, weil ich finde es total schön und jetzt ist einfach das perfekte Alter. Und da haben wir hier so eins mitgenommen. Ey! Hase, Eier, Osternest. Ja, da sind eben ganz, ganz viele Reime drin. Und die lesen wir jetzt immer vor. Und immer mit so Bildern dabei direkt. Finde ich einfach richtig schön gemacht. Und das hat auch nur 1,50 gekostet. Bitteschön. Die Kleine liebt einfach Bücher. Ja, dann gab es für Lia noch etwas. Und zwar einmal diese Zara-Hose hier, die fand ich so cool. Und da war ein Stand, da habe ich auch alles für sie mitgenommen. Da haben die Sachen einfach nur 1 Euro gekostet. Und genau, die hatte auch ein Mädchen, gerade ein bisschen größer als Lia. Das heißt, es hat natürlich perfekt gepasst. Einmal hier in Größe 92 von Zara. Aber Zara fällt immer ein bisschen kleiner aus. Also ist das auf jeden Fall so eine 86. Und so sieht sie auch aus. Genau, die hat hier eben so Taschen. Und hier hat sie auch noch so eine kleine Schrift. Was steht da überhaupt drauf? Stay free. Genau, stay free. Ja, wie gesagt, von Zara in eine Zara 92. Und wie gesagt, 1 Euro. Einfach so eine relativ schlichte Jogginghose, finde ich. Aber kann man auch sehr, sehr schön kombinieren. Sowas mag ich ja immer total gern. Ja, dann habe ich noch für Weihnachten einmal dieses Kleidchen hier mitgenommen. Das ist so ein Strickkleid. Ich fand das total süß. Muss sie ja nicht jetzt direkt an Weihnachten anziehen, aber ja, ich fand das einfach ganz schön. Und dann so in der Weihnachtszeit passt das, glaube ich, ganz gut. Hier unten sind so zwei kleine Rehe drauf. Rentiere mit so roter Nase. Und hier ist noch ein Zettel dran, weil die Dame wohl mal auf dem Kinderflohmarkt war. Eigentlich hat es 5 Euro gekostet. Wie gesagt, ich habe nur 1 Euro bezahlt. Und auch das ist in Größe 92. Ich muss da jetzt langsam sammeln in Größe 92, weil ja, die ja im Moment so schnell wächst. Auch bei der Dame habe ich nochmal diese Hose mitgenommen. Die fand ich auch ganz cool. Das ist einfach so eine helle Jeans, aber halt richtig weich. Ne? Also das ist eher so eine Jogginghose, aber sieht halt aus wie eine Jeans. Und die fand ich auch mega süß. Die ist von Loopy Lou, also von Lidl. Und auch in einer 92. Genau. Sieht auch mega cool aus. Hat hier auch so eine Tasche vorne. Und ich mag einfach Jeanshosen, die aussehen wie Jeanshosen, aber eben keine sind. Das ist einfach bei den Kleinen so bequem. Und dementsprechend kamen die für 1 Euro auch noch mit. Ich habe noch eine Fake Jeans gekauft für sie. Wie gesagt, die hatte sie gestern an. Die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Die ist mir schon in der Wäsche. Und dann habe ich noch 2 Sachen für meine Freundin mitgenommen. Einmal diesen Body hier. Ich fand den so unglaublich süß. Ich sehe gerade, dass man den hier noch erweitern kann an dem Ärmchen. Voll praktisch. Ja, ich fand das Design einfach so schön. Ich musste den einfach mitnehmen. Voll mein Geschmack, so Blätter und so. Ist auch wieder ein Wickelbody. Der hat 2 Euro gekostet. Das ist, glaube ich, auch so eine 56 steht leider auch nicht mit. Und doch 62 steht drin. Sieht aber eher aus wie 56. Und dann habe ich noch einen Schlafanzug mitgenommen. Den fand ich auch irgendwie total süß. Der ist auch in 62 und hat auch so ein Dschungelmuster, sag ich mal. Ja, fand ich auch irgendwie total niedlich. Der hat auch 2 Euro gekostet. Genau, ja. Und das haben wir mitgenommen. Ich habe noch für Lia so ein Feuerwehrauto mitgenommen, was sie so zusammenstecken muss. Ich weiß gar nicht, wo sie das jetzt hingetan hat. Ach so, hier. Das ist übrig geblieben davon. Der Rest befindet sich in Felix' Auto. Oh! Genau, also eigentlich gehört hier noch so ein, eine Fahrerkabine zu. Hier hinten kommt noch ein Klotz drauf und dann ist hier noch diese Feuerwehrleiter. Aber ja, wie gesagt, ist alles in Felix' Auto. Das fand ich aber mega schön. Ich liebe so Holzspielzeuge und Holzautos und Lia findet die auch mega toll. Und es hat 2 Euro gekostet, deswegen ja, haben wir das mitgenommen, ne Lia? Und das war's auch eigentlich. Das haben wir alles mitgenommen. Ich wollte euch nochmal was zeigen, was die letzten Tage ankam. Das habe ich schon auf Instagram gezeigt. Aber es haben ja nicht alle Instagram. Deswegen wollte ich euch das auch nochmal zeigen. Und zwar haben wir für Lia gerade ganz neu dieses Auto hier. Mega süß, mit ihrem Namen drauf. Viele meinen immer, mit diesen personalisierten Sachen ist total doof, weil man die Sachen dann nachher wegschmeißen kann und nicht verkaufen kann. Aber
Das hier kann man ganz locker abmachen. Also wenn man will, dann kann man das ganz einfach abmachen und dann kann man das auch ohne Namen verwenden. Und sie liebt dieses Auto. Das ist so krass, sie liebt es einfach. Sie fährt damit jetzt die ganze Zeit rum hier. Ist einfach zu gold. Ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox. Da könnt ihr da vorbeischauen, wo ich das her habe. Ist so ein kleiner Instagram-Shop. Ich mag sowas ja total gerne. Und da haben wir auch diese Holzklötze her. Das sind einmal diese drei. diese zwei und diese drei hier. Also es sind eben so A, B, C, ein Reh und ein Regenbogen. Fand ich irgendwie auch total niedlich. Und damit spielt die Kleine jetzt auch immer. Willst du das haben, das Auto? Bitteschön. Ja, und das war's auch eigentlich. Das haben wir alles mitgenommen. Bitte die auch noch. Ich würde auch einfach ganz schnell Tschüss sagen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!